warten nur ein Weilchen. Bald kommt auch das Glück zu dir. Der Aufenthalt im Wartezimmer und in der Praxis eines Zahnarztes gilt immer noch als besonders schmerzhaftes Martyrium der Neuzeit. Um dem abzuhelfen, verbindet ein norddeutscher Zahnarzt neuerdings die Behandlung mit einem Wunschkonzert. Beim ersten Mal, da tut's noch weh. Da glaubt man noch, dass man es nie verbinden kann. Doch mit der Zeit, so peu à peu, gewöhnt man sich daran. Zwei rote Rosen, ein Zahnwerk. Für alle, die noch ihre eigenen Zähne tragen, stehen dank der mitfühlenden Fantasie des bohrenden Menschenfreundes bessere Zeiten bevor. Lieblingsmelodien sollen das Bohrgeräusch übertönen und die flatternden Nerven musikalisch entspannen. Ein zarter Kuss. Ich hab ein Divan-Tippchen, süß und herzig wie du. Genau wie du. Genau wie du. Das hat so schöne, feise Zähne und im Auge die falsche Träne und im Herzen Sägespäne, so wie du. Also passen Sie auf. Hier, links. Der Schmerz muss weg. Verstanden? Klar? Der letzte Höhepunkt der alpinen Skisaison 1962 waren die deutschen Meister.